Ja, hallo liebe Leute, ein neues Tutorial nach langer mehrwöchiger Abstinenz, mal wieder ein FreeCAD-Tutorial. Grund war eine Erkrankung. Ich hoffe, das ist jetzt überstanden. Jedenfalls, jetzt mache ich ein neues Video. Und zwar bei Facebook hat jemand eine Frage gestellt und ich fand diese Frage recht interessant, wie man sowas macht. Und das möchte ich euch hier zeigen und dann auch dort im FreeCAD, im Facebook, in der FreeCAD-Gruppe dort verlinken. So, und zwar, da ging es um einen Gegenstand für einen Schrank, so eine Abdeckung, wo so Lüftungsgitter mit rein sollen. Und die Lüftungsgitter, die wollte derjenige nicht manuell zeichnen, was durchaus verständlich ist. So, das Teil fangen wir damit an. Ich mache erstmal einen neuen Körper und dann zeichne ich jetzt erstmal in einer Zeichnung das Teil, wie es auszusehen hat. Das mache ich aber rein zur Orientierung, weil dann erzeuge ich im Moment erstmal noch keine 3D-Objekte mit. Das heißt, wir machen eine neue Zeichnung auf die XY-Ebene und das beginnt hier im Nullpunkt. Da zeichnen wir jetzt zwei Linien ein, einmal so bis zu dem Punkt, einmal so bis zu dem Punkt. So, die werden gleich lang, das heißt, die werden beide selektiert. Dann nutzen wir entweder diese Funktion mit dem Gleichheitszeichen oder wir drücken die Taste E. Ich mache mal gerade oben die Tastenkommandos an, das heißt Taste E, dann sind die gleich groß, dann kriegen die ein Maß. Und zwar, das wird 70 mm hoch. Und das war der erste Schritt. Dann wird hier ein Kreis reingezeichnet. Der kommt genau hier um den Mittelpunkt oder den zentrischen Punkt und hier genau bis zu diesem Punkt dort. Macht er das? Na, nicht so recht. Muss man mal gucken. Und da Taste O drücken. Nee, das ist schon passiert. Gut. So, jetzt brauchen wir hier einfach nur diese Funktion zu benutzen, das einmal rauszulöschen und schon habe ich das eingeschränkt. Das Teil, das bekommt halt hier jetzt nochmal sowas rein und da drin sollen dann so Lüftungsgitter rein. Das heißt, wir müssen jetzt einmal nochmal zwei Polygonlinien zeichnen. So und so. So, die kriegen jetzt hier gewisse Abstände. Das machen wir 4 mm und den Abstand da auch 4 mm. So, dann können wir hier einen Kreis reinzeichnen. Der Kreis, den ich da reinzeichne, der kommt auch um den zentrischen Punkt hier. Der läuft einmal dadurch. Und dann wird der da auch angebunden. Das heißt, den und den selektieren, Taste O drücken oder dieses Icon. Und dann kann ich jetzt einfach diese Linie hier bemaßen und die wird 60. So, jetzt kommt wieder das Rauslöschen. Da muss man jetzt zweimal mehr klicken. Einmal den, einmal den. Ne, dreimal reicht. So. Und dann ist das Teil fertig. So, das haben wir hier so drin. Wie gesagt, da mache ich jetzt erstmal noch gar kein 3D-Objekt raus, weil jetzt kümmere ich mich erstmal um diese Lüftungsgitterlinien. Die werden so 45 Grad hier so reingezeichnet. Und da muss man sich jetzt überlegen, wie man das macht. Ich habe mir da Folgendes überlegt. Ich erzeuge noch einen Sketch. Diesen Sketch, den mache ich auch auf die XY-Ebene. Und das wird jetzt ein Viereck, was aber um 45 Grad gedreht ist. Deswegen nutze ich nicht die Funktion hier. Wobei kann ich die auch? Nee, die kann ich nicht nutzen. Nehmen wir die. Und da zeichne ich jetzt einfach hier so ein Viereck, wo alles drin liegt. Und das wird jetzt entsprechend noch eingeschränkt. Also das da, das ist ein rechter Winkel. Das da ist ein rechter Winkel. So, die kriegen alle dieselben Maße.
können wir jetzt eigentlich schon nehmen. Man kann jetzt aber auch hier gehen und sagen, okay, das lassen wir hier so durchlaufen. Also, und dann haben wir hier den Winkel und der wird 45. So, das Gitter soll ja 45er, ein 45er Gitter werden. So, das wird jetzt eine Aufpolsterung. Und das machen wir so. Und jetzt muss man sich überlegen, dieses Teil, das wird 6 mm dick und diese Gitter da drin, die werden nur 4 mm dick. Also machen wir 4 und die werden symmetrisch zu der XY-Ebene. So, dann ist das hier so drin. Man sieht jetzt diese Zeichnung da gar nicht, das ist aber nicht weiter schlimm. Und jetzt zeichnen wir hier, beziehungsweise ich mache jetzt dieses Pad hier, das einmal halb unsichtbar über die Transparenz hier, damit wir die Zeichnung wieder sehen. Und dann wird jetzt hier eine Zeichnung drauf angelegt, ein Sketch. Und das werden jetzt die Lüftungsgitterlinien. Und zwar, da zeichnen wir auch wieder ein Polygon rein. Mit dieser Funktion. So. So, und dann wird das auch wieder hier in rechter Winkel. Die sind gleich lang. Die und die ist gleich lang. Gucken wir uns das nochmal an. Dann haben wir da auch den Winkel von 45 Grad. Das ist Winkel 45 Grad. Gucken wir mal gerade. Okay, müssen wir noch bemaßen. Also einmal müssen wir uns jetzt überlegen, wo fangen wir überhaupt an? Da fangen wir an. So, die Lüftungsgitter, die kriegen einen Abstand von ruhig 2 mm. Das lassen wir so starten. Und jetzt mache ich davon ein polares Muster. Das heißt, beziehungsweise bevor ich das mache, mache ich da eine Aufpolsterung raus. Das machen wir mit der Funktion hier. Die geht durch alles. Und dann können wir das hier auch wieder sichtbar machen. Obwohl, ne, das machen wir besser nicht. So. Da haben wir jetzt die Aufpolsterung, die Tasche, und die soll ein polares Muster geben. Und zwar mit dieser Funktion wird das gemacht. Aber da fehlt noch was. Und zwar hier, da brauche ich noch eine Linie drin. Und zwar, die wird als blaue Linie gezeichnet, als Konstruktionslinie. Die lassen wir da beginnen und zeichnen die so hoch. Und dann kriegt die auch einen Winkel dazu, und zwar die wird auch 45 mm. 45 und schließen. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt kann ich das wirklich machen. Hier die Pocket, ein lineares Muster. Und zwar dann nehme ich als Richtung einfach die Konstruktionslinie 1. Dann sehen wir hier Maß, und zwar, da können wir das jetzt relativ klein wählen. Machen wir mal 80. Dann sind wir da. 60. 50. 55. So, 52, das gefällt mir. Jetzt können wir einfach hier die Anzahl hochzählen, bis das gefällt. Gehen wir mal hier
so ein bisschen rein in der Aufsicht. Ja, so gefällt mir das. Da ist ein bisschen noch Material da auch. Man kann jetzt das hier auf 50 ändern. Das ist, dann machen wir 51. Dann ist das da ein bisschen mehr. Und dann können wir hier vielleicht die Anzahl auf 13 setzen. Ja, das nehmen wir. Und okay. So, bevor ich jetzt hier weitermache, zeichne ich jetzt nämlich diesen Sketch und polstere den auf. Und zwar symmetrisch zu einer Ebene. Und der kriegt jetzt, das habe ich ja 4, der sollte 6 mm werden. Das heißt so. So, jetzt können wir hier auch die Transparenz rausnehmen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt muss noch das hier außen weggeschnitten werden. Das macht man folgendermaßen. Man nimmt hier von dem Pad diesen Sketch. Einmal STRG C drücken für die Kopie. Dann hier den Pfeil drücken. Die XY-Pläne, das Häkchen weg. Dann hat nur der Sketch noch dieses graue Feld. OK drücken. Dann einmal STRG V. Und dann haben wir hier den Sketch kopiert. Der ist jetzt außerhalb dieses Körpers, deswegen muss man den da reinziehen. Dann rutscht er hier so rüber. Daran sieht man, dass das geklappt hat. Und den, da mache ich jetzt einen Doppelklick auf diesen Sketch. Dann klicken wir hier auf dieses Symbol, dann sehen wir den Sketch. Und das Innere dieses Sketches, das wird erstmal unsichtbar gemacht, beziehungsweise nicht unsichtbar, zur Hilfskonstruktion. Müssen wir gerade nochmal machen, dass wir die alle so selektieren. Dann wird dieses Symbol hier Hilfsgeometrie umschalten geklickt und dann ist das blau, wird also nicht mehr genutzt. Und dann jetzt soll das hier außen weggeschnitten werden. So würde innen alles weggeschnitten werden. Das würde nur hier außen das stehen bleiben. Das wollen wir nicht. Also müssen wir da jetzt noch ein Rechteck drum konstruieren, nicht in blauen Linien, sondern in weißen Linien ein Rechteck. Und das muss groß genug sein, dass alles drin ist. Und das ist so der Fall. Dann einfach schließen. Und jetzt wird dieser Sketch genommen. Und da wird eine Pocket mitgemacht. Das klappt jetzt erstmal nicht so recht. Muss man schauen, warum. Zum einen würde ich das umstellen auf symmetrisch zu einer Ebene. Und hier würde ich einfach auf durch alles klicken. Das wäre aber gar nicht notwendig gewesen. Die 5 mm hätten gereicht, aber ich mache es lieber korrekt und dann einmal OK. Und dann haben wir hier als ein Bauteil, ein Körper, dieses Gitter. Können wir jetzt noch einen Namen geben, Abdeckung. Und dann kann das so gedruckt werden. So, jetzt ist das vom Druck her gar nicht so einfach. Also da wäre es wahrscheinlich besser, wenn man die inneren Gitter und das äußere hier unten beginnen lässt, dann ist das viel einfacher zu drucken. Kann man sich jetzt überlegen, wie macht man das, wenn man das jetzt nachträglich ändern möchte. Gucken wir einmal an, das ist das Rechteck und dann lassen wir das Rechteck hier den Pad nicht symmetrisch zu einer Ebene laufen, sondern nach oben in 4 mm laufen. Und genauso gut machen wir die Pocket. Da brauchen wir nichts dran ändern. Das heißt, Pocket, das ist diese Zeichnung. Das stimmt. Und das Linear Pattern hier, beziehungsweise die Pocket. Genau, das ist das. Pocket, die können wir so lassen. Linear Pattern, das ist alles korrekt. So, wichtig ist dann dieses Pad hier. Das ist dann auch nicht symmetrisch auf einer Ebene.
Und dann machen wir das, dann sieht man das. Das steht jetzt hier oben über. Das kann ich jetzt, muss ich aber nicht. Das lassen wir so, wie es ist. Und dann können wir noch die Pocket hier, die bleibt gleich. Und dann haben wir das Teil jetzt druckbar. Das heißt, das ist außen und das ist dann hier innen und das wird auf dem Drucker eben gedruckt. Okay, das war's zu diesem Video. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!